wir haben den Energy Ward und ich nehme mit nach Hause. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Du sitzt dann also da und das ist ganz komisch. Ich finde, du kannst es nicht beschreiben. Das ist nicht wie aufgeregt vor einem Konzert oder so. Das ist ganz anders nochmal. Ich hatte schon wieder Gänsehaut. Ich habe gesagt, mal Gänsehaut, wenn ich das vorlesen. Kriegt ihr da nicht Gänsehaut? Ja, doch, wenn die Namen und dann so. Ich krieg immer Gänsehaut. Ich krieg auch Gänsehaut, wenn der Name fällt und dann ist so wirklich das Herz. Du bleibst immer kurz stehen und dann schlägst du weiter und dann bleibst du immer kurz stehen und du kriegst überhaupt keine Luft irgendwie. Geht gleich los. Ja. Hallo! Also, es war ein super Tag, Award gewonnen, ich sah gut aus, wie immer, alles geil. Auf mich, dann mich, den Award gewonnen habe heute. On me too. Running through the monsoon. Habt ihr gerechnet damit, hier was zu gewinnen? Also ich kann ja nochmal kurz die Nominierten aufzählen. Nominiert waren 50 Cent und Justin Timberlake. P. Diddy war nominiert, Maroon 5 war nominiert, Linkin Park war nominiert und dann ganz irgendwo hinten waren wir auch noch nominiert. Und da beantwortet sich die Frage eigentlich fast von selbst, ob man mit irgendwie was gerechnet hat. So, die Kategorie beste Band international, das ist so unfassbar, dagegen irgendwie Linkin Park zu gewinnen und so, die gerade die ganze Welt rocken. Ist schon eine riesen Ehre da zu gewinnen und wir haben echt überhaupt nicht damit gerechnet. Wir gehen jetzt noch zum Fotocall, weil sollen ja auch alle erfahren, dass wir den Preis gewonnen haben. Manchmal können wir selber wirklich gar nicht fassen, was alles passiert. Und ja, wir können nur sagen, wir haben einfach die geilsten Fans, die eine Band sich wünschen kann. Das ist wirklich so. Also die sind immer am Start, die gehen immer ab, die sind immer für uns da. Und ja, das ist eigentlich das Beste, was eine Band haben kann. Also ja, besser geht es wirklich nicht und wir freuen uns einfach nur drüber. Mehr kann man dazu nicht sagen. Seid ihr euch bewusst, dass ihr Erfolg habt, in Frankreich ganz vielen jungen Leuten Lust, Deutsch zu lernen? Ja, wir haben das gehört. Also wir haben uns total gewundert, weil wir hätten nie gedacht, dass wir mal was Gutes für die Schule tun. Ja, also weil wir selber können das durchaus verstehen, dass man Schwierigkeiten hat mit anderen Sprachen, weil wir sind überhaupt nicht gut, was das angeht. Wahrscheinlich das erste Mal, dass unsere dämliche Deutschlehrerin das ja. Dann gehen wir wieder nach oben.
jetzt zurück zum Flughafen und wir fliegen jetzt zurück nach Hamburg. Wir haben jetzt zum Glück einen Direktflug und wir müssen sagen, es war ein sehr erfolgreicher Trip wieder mal für uns. Wir haben den Energy Award gewonnen, wir hatten einen ganz tollen Auftritt und wir waren in einer sehr schönen Stadt. Und ja, wir hoffen, wir sind bald wieder in Cannes. Und ja, also wir verbleiben erstmal mit einem müden Gruß und bis nächstes Jahr in Cannes. Go. Go. Danke. Ciao.